Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Prison Architect. Wir bauen. Ja, unser Gefängnis ist riesig. Muss ich jetzt gleich mal vorwegnehmen. Macht aber keinen Unterschied. Muss mich kurz orientieren, was wir als letztes gemacht haben. Ja, die machen hier da die Straße fertig. Das ist gut so. Dann können wir heute hier noch die Zellenblöcke fertigstellen. Genauso wie hier die Zellenblöcke fertigstellen. Wir nehmen auch genügend Geld ein. Ich habe immer gedacht, wir hätten 138 Zellen. Haben wir nicht? Haben wir nicht. Okay, da sehe ich jetzt gerade nichts. Wegen diesem Nebel des Grauens. Aber nee. Passt eigentlich alles. Was haben wir hier? Ja, unser Todestrakt, ihr wisst das ja, der funktioniert auch. Ja, und dann kommt auch schon wieder die Nacht. Die Nacht, die ja über uns hereinbricht. Noch einen großen Schluck Kaffee, dass das auch was wird. Also von den Fraps muss ich jetzt auch schon sagen, sie werden schon langsam ein bisschen weniger. Wahrscheinlich geschuldet, weil mein Gefängnis so groß ist. Aber solange es noch funktioniert, ist das kein Problem. Jetzt habe ich auf Razzia gedrückt, obwohl die alle noch essen. Eieiei. Das war wieder sehr, sehr klug. Naja. Naja, zumindest sind wir dann schon um 2 Uhr früh fertig, würde ich mal sagen. Dadurch, dass wir so bald angefangen haben. Mit den Sachen. Okay, dann wird es halt 3. Okay, dann wird es halt 4. Ja, die brauchen schon extrem lange. Jo, das bedeutet, wir kümmern uns weiter jetzt um unser Gefängnis. Wir werden das Ganze hier klonen. Falsche Maustaste. Klonen immer mit rechts, gell? Immer mit der rechten Maustaste. Und dann mit der linken. Also mit der rechten Maustaste ein Kästchen aufziehen und mit der linken Maustaste dann die den Klon sozusagen hinsetzen. Haben wir genügend Geld?
Sieht zumindest fast so danach aus. Mich würde jetzt dann mal interessieren, wie viel Geld ich da jetzt schon reingepulvert habe in den ganzen Komplex. Ich meine, das dafür dürfte ja eigentlich nicht wenig sein. So wenig Kapital. Okay. Okidoki. Jetzt haben wir mal wieder mächtig viele Zellen gebaut. Wo man nachschauen kann, wie viel das es wert ist, das sieht man hier. Und zwar, die Immobilie alleine ist schon eine halbe Million wert. Die Einbauten, das bedeutet die Fernseher und das ganze Knoppert. 190.000. Dann Lager und Materialien, die Materialien, die im Lager liegen, die kosten 58.000. Das Personal und die Häftlingskapazität. Ja, da summiert sich das dann schon fast auf 1 Million. Wahnsinn. Irgendetwas haben wir ja gerade geschafft. Ach so, unsere Geldanlage ist somit fertig geworden. Eigentlich ziemlich genau richtig, wann ich es halt brauche. Bisschen früher hätte es kommen können. Weil dann hätte ich das da gleich im Ganzen durchziehen können. Aber so ist es auch okay. Dann machen wir das halt jetzt fertig. So. Naja, das geht sich da jetzt nicht ganz genau aus. Habe ich mich um eines verrechnet. Macht nichts, dann haben wir halt hier eine doppelte Wand. Ist doch auch okay. Sonst schaut eigentlich alles okay aus. So, die Zeit vorspulen lassen wieder. Schaut euch das an, wie viele LKWs hier warten, dass sie da rein können und abladen können auf meiner kleinen Ablagefläche und wie es hier wuselt. Also es ist wirklich schön zuzuschauen. So. Ja, das dauert dann halt, bis dass die da alles gebaut haben, was zu bauen ist. Natürlich auch die Versorgung, das gehört dann alles noch dazu. Darf man dann auch nicht vergessen. Juhu. Ah, da haben wir nur mehr 2%, aber die warten wir auch noch ab. Bei dem Todeshäftling da. Sean Combs. Combs. Combs oder Combs? Ich will mal Combs sagen. Speicherung. Was wir natürlich auch noch bekommen, ist die Subvention
Ich meine, wir haben schon sicher weit über 200 Kapazitäten, aber wir haben die Zellen noch nicht deklariert als Zellen, da ich nicht möchte, dass hier irgendjemand von den Insassen sozusagen hier rüberkommt um das zu verhindern, müsste man das dann als eine andere Stufe hernehmen. Also wie freigeschaltet, wenn ich es freischalte, dann ist es für jeden zugänglich und dann kann es natürlich wirklich sein, dass die Wärter mir hier dann einen Häftling reinsetzen. Und ich sehe gerade hier, die Zelle ist ein bisschen größer. Da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen vertan, oder? Nein. Warum schaut das so komisch aus? Seht ihr das? Die da. Die Zelle. Ja, keine Ahnung. Warum die größer scheint als die anderen. Zumindest kann man sich, wenn man hier in dieser Zelle ist, kann man sich da schon mal nicht rausgraben, würde ich jetzt mal so behaupten, so auf die Schnelle. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Tschüss, ciao.